Was wir beim letzten Mal begonnen haben, werden wir heute beenden. Willkommen zurück zu Mount and Blade. Die Burg hat jetzt circa noch, ja, um die 100 Verteidiger. Mehr ist es nicht mehr. Und wir haben unseren hübschen Zauberhügel hier. Ich muss nur schauen, dass ich gleich in Deckung gehe. Ungefähr jetzt. Ah, wer ist das schon wieder? Ich hasse diese guten Schützen. Die legen auch voll auf mich an. Ich muss zu dem Stein hin. Ich muss außer Reichweite kommen. Ich darf nicht mal hinter den Stein. Verstärkung ist eingetroffen. Was zur Hölle ist hier los? Die machen uns alle. Ich verstehe gar nicht, warum. Warum tut ihr denn nichts? Seid ihr dumm? Fragezeichen. Ich meine, das wäre ja ein Argument, ne? Wenn die dumm wären, würde ich verstehen, warum die nichts weiter tun. Ah, ich ziehe wahrscheinlich doch ein bisschen hoch. Hier habe ich doch ein lauschiges Plätzchen gefunden. Für mich und meine Aufgabe ist das ein schöner Platz. Boah. Es ist so still hier. Das ist unheimlich. Wie sieht's jetzt aus? Kann ich nicht... Geht das hier noch? Ja, das geht hier. Sehr schön. Dann ist der Baum jetzt meine Kommandozentrale und von hier aus... Nehme ich alles in Angriff. Ah, die müssen noch ein Stück weiter zurück. Dahin. Wir sind ja immer noch nicht auf dem Hügel, ey. Verflucht. Geh doch mal auf den Hügel rauf. Ich glaube, jetzt haben wir sie doch ziemlich kalt erwischt, ne? Jetzt kommt unsere Stunde. Da bringen euch auch eure dreckigen Schützengänge da hinten nichts. Ihr müsst auf den Hügel hoch. Und nun tut, was ihr am besten könnt. Töten! Während ich mich hinterm Baum verkrüme. Oh, neue Feinde. Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Das ist doch ein bisschen gemein jetzt. Wir braucht keine neuen Feinde schicken. Wir haben genug von dem Mist hier. Mehr als genug. Können wir alles nicht gebrauchen.
Da-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Kommt schon, macht sie fertig. Yeah, neue Leute. Die kommen aus der Scheißburg raus, dann müssen wir auch angreifen. Die Gelegenheit müssen wir nutzen, wenn die Belagerer aus ihrer eigenen Festung rauskommen, dann müssen wir zum Angriff schreiten. Da oben stehen auch nicht mehr viele. Wenn wir einmal drinne sind, dann kriegt er uns auch nicht mehr raus. Tötet sie alle! Tötet sie! Aber die schicken immer mehr Leute raus. Das ist gut für uns. So können wir die alle schön verschlucken und platt machen. Ist besser, als wenn wir oben gegen die kämpfen müssten. Das ist eine spannende Sache, ne? Aber ich denke, wir gewinnen. Ich glaube nicht, dass uns noch so sehr viel geschehen kann. Wir sind einfach in der Übermacht. Hoffe ich. Genau sagen kann ich es nicht, aber ich hoffe es. Ah, schon wieder neue Feinde, das ist nicht schön. Los, greift an. Macht sie fertig. Verdammte Vigieren. Ich frage mich nur, ob ich vielleicht nochmal Verstärkung bekomme oder ob das alles ist, was ich jetzt noch habe. Weil dann könnte es doch ziemlich knapp werden mit dem Sieg. Eieieiei. Kommt schon! Ihr müsst gewinnen! Ich weiß, dass ihr es könnt. Verstärkung, wunderschön. Dann begebt euch doch jetzt mal alle dahin. Wenn wir wieder neue Pfeile haben, dann können wir die auch nutzen. Ich drehe mich mal ein Stück in die Richtung. Alle Mann auf der Hügel. Die kommen immer noch aus ihrer Scheißburg raus. Aber warum tun die das? Die sind Futter, ich mach die fertig hier unten. Da kommt doch kaum einer durch meinen Pfeilhagel. Und wenn, wird der im Nahkampf direkt fertig gemacht, weil der einer Übermacht gegenübersteht. Also ich stelle fest, mein Gegner ist definitiv ein schlechterer Stratege als ich. Und das will was heißen. So, wie sieht's denn aus? 44 Pfeile haben wir jetzt. Da ist nämlich wieder Verstärkung nachgerückt. Dieses Pack. Aber dennoch begrüßen wir die Feinde nach wie vor mit unserem Pfeilhagel. Das Problem ist wirklich, dass die auch ziemlich viele Schützen haben. Schütze gegen Schütze ist das hier. Da da dam dam da ba dam dam da dam da dam. Scheint, als hätte ich keine Verstärkung mehr. Das ist natürlich Mist. Ihr müsst töten. Töten müsst ihr. Los, tötet. Tötet und lasst euch nicht töten. Lasst euch nicht töten, habe ich gesagt. Wir haben sowas von verloren, ey. Wir haben sowas von verloren. Nichts wie weg. Drecksburg, das wirst du mir büßen. Kommt, Freunde, wir verziehen uns mal hier hinter. Da können wir in Ruhe unsere Wunden lecken.
Weil wir hatten ja alle recht starke Verluste. Boah, wenn ich hier an dem Rand sitze, wackelt die ganze Map. Voll das Erdbeben. Das will ich nochmal sehen. Ach, jetzt wackelt es nicht mehr. Ah. Na, wenigstens ist der noch mit am Start. Du musst bleiben. Mit dir haben wir definitiv diese Burg eingenommen. Die haben kaum noch Verteidiger. Was hatten die denn jetzt? 30 Mann vielleicht? Ihr habt keine Chance gegen uns. Die wollen mich ausschalten, hä? Ah, da mache ich nicht mit. Ah, ah, ah! Lasst mich doch dahinter, ihr Deppen! Da blockieren die mich total. Ihr wisst doch genau, dass ich wichtig bin. Das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Also manchmal möchte ich meine Leute gerne erschlagen, mal ganz ehrlich. So, und jetzt vor... Lasst mich doch hinter euch! Was stimmt denn nicht mit euch? Ihr seid doch alle wahnsinnig! Hab was getötet. Feinde. Stehen bereit, um uns zu töten. So, die Bogenschützen. Nee, 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 nee. Was habe ich getan? Waffen nach Belieben einsetzen. Also, was habe ich jetzt wieder getan? Ich mache immer Unfug. Da da dam dam. Du gehörst zu mir, das tut mir jetzt aber leid. Los, Männer! Hoch da! Würde es euch was ausmachen, mich vielleicht doch wieder runterzulassen? Wir sind hier ein paar zu viele Nahkampfvögel. Ja, das dachte ich mir schon. Verdammte Nahkämpfer hier oben. Das ist aber auch zum Kotzen mit den eigenen Leuten, dass die einen immer so blockieren. Das ist schon allein, wenn ich schon vor denen starte. Ich meine, ich habe wenig Lebensenergie. Ah, jetzt starte ich mal hinter denen. Na, das ist aber nett. Tja. Ich will wieder hinter meinen Lieblingsbaum. Du wirst sterben.
Na. Husch. Was ist denn das da eigentlich für ein Typ? Der will nicht umkippen. Ah, jetzt. Hab was gekillt. Okay. Was für eine Belagerung, ey. Was für eine Belagerung. Ja, die können doch eigentlich auch fast gar keine Truppen mehr haben, Mensch. Ich frag mich, woher die da immer noch herkriegen. Jetzt schieße ich einfach blind in die Traube da hinten rein. In der Hoffnung, Leute zu treffen, die wichtig sind. Immer schön draufhalten. Entschuldigung. Ich glaube, jetzt brechen wir wenigstens langsam echt durch hier. Also ich will nie wieder so eine Scheißbelagerung haben. Das war ja dämlich. Ständig stirbt man, ständig verliert man einen Haufen Leute. Da rutscht ein Schild den Berg hinab. Wir haben soeben das Rodeln erfunden. Tötet sie endlich. Ich habe noch einen Eintopf auf dem Herd. Ja, also macht mal hinne. Entschuldigung. Verstärkung? Ja, Verstärkung brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt, aber... Nett, dass wer an mich denkt. Na, dann rückt mal vor, Leute. Machen wir die letzten paar Deppen noch Platz. Dann gehört die Burg endlich zu unserem Reich. Mann, 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 Mann. War das eine Belagerung. Unfassbar. Die brauchen immer noch ewig, bis die hier mal fertig werden. Jetzt kommt man auch mal runter hier. Vielleicht kommen die mit runter. Ja, wie geplant kommen sie anscheinend mit runter. Haut drauf. Wie viele sind da oben noch? Hallo? Ist hier noch wer? Ich sehe nämlich keinen, wenn ich ehrlich bin. Da hinten wird gekloppt. So, das war's. Wird ja auch mal Zeit. Wieder eine Burg mehr. So gehört sich das. So. Jetzt kommt wieder die Qual der Wahl hier. Also erstmal natürlich alles, was Kergit ist, kommt in meinem Besitz. Gut. Der Huskarl, der sieht ja ganz hübsch aus. Den Ritter nehme ich auch mal mit. Ansonsten könnte den Scheiß eigentlich meinetwegen behalten. Also ich brauche das nicht unbedingt. Das nehmen wir mal mit, das kann man ja immer mal verkaufen. So, jetzt warte ich hier noch ein bisschen ab. In der Hoffnung, dass die Burg bald mal dem Fürsten gegeben wird. Damit hier eine Besatzung endlich mal einkehrt. Und da haben wir schon wieder eine Burg mehr in unserem Besitz. Das ist fein.
dam, da dam, dam, da 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 dam. Und da gibt's schon einen Fürsten. Das ist fein. Das war eine schöne Sache, Leute. Jetzt haben wir endlich mal die Burg eingenommen. Hat ja eine Weile gedauert, ne? Aber was lange währt, wird gut, ne? Und allgemein sieht's ziemlich gut aus, was unser Reich angeht. Recht groß, recht groß. Die anderen dagegen eher klein. Ja, aber es gibt schon noch einiges, was wir tun müssen, wenn ich mich so umgucke. Aber das wird alles mit der Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal frisch und munter wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!